Hallo, Stia, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Stia. Hinter dem Deck hast du achte Stäbe, Stier. Achte Stäbe ist eine Karte mit sehr viel Kraft. Ja? Also Feuerelement sowieso, aber sehr viel Kraft in diese Karte. Egal worüber wir jetzt hier jetzt so direkt reden, wir können natürlich über Kommunikation reden, über eine Reise und so weiter. Aber diese Karte könnte auch mit mehreren Situationen zu tun haben. Gleichzeitig bei dir. Ja, mehrere Situationen zu tun haben. Achte Stäbe könnte natürlich auch mit neue Segnungen zu tun haben. Ist eine positive Karte. Diese Nummer achte Stäbe ist positiv. Viele Sachen kommen jetzt auf dich zu. Stier. Ich würde sogar sagen, viele Sachen kommen jetzt auf dich zu und diese Situationen erwartest du nicht. Du rechnest mit diesen Situationen nicht. Ich rede über viele Sachen, mehrere Sachen, denn du hast hier sehr stark mit dem Schicksal zu tun, Stier. Du hast hier eine starke Energie. Und nein, nee, keine schlechte Energie. Nee, nee. Du hast eine starke Energie. Ich spüre sogar Kommunikation über Internet. Ich sehe viel Kommunikation, gerade hatten wir auch über Kommunikation gesprochen, viel Kommunikation über Internet. Eine große Distanz zu einer Person, zum Beispiel. Meine Mutter, mein Vater, meine Geschwister, die sind ganz woanders, in eine andere Stadt, in einem anderen Land. Und ich bin sehr oft jetzt in Kommunikation mit meiner Familie. Ja. Ja, tatsächlich. Also ich spüre hier viel. Viel zu tun, viel los. Wir schauen weiter jetzt. Viel Energie, achte Stäbe. Wir reden über viel Energie hier bei dir, Stier. Schaue bitte jetzt die Karten, die für dich gekommen sind. Das ist nämlich sechste Kelchen, vierte Stäbe und Rad des Schicksals. Stier, Rad des Schicksals in dieser Position. Rad des Schicksals ist eine Karte, die auch viel für die Gesundheit reden würde. Und es ist eine positive Karte. Ich sage jetzt für die, die das wichtig wäre, weil ich habe hier eine Sache bei dir, Stier, die auch mit deiner Gesundheit zu tun haben könnte. Ja, so wie ich mir hier ein bisschen die Sache anschaue. Wenn das für dich eine Frage ist, deine Gesundheit. Ich sehe, Rad des Schicksals spricht über eine positive Veränderungen, ja? Stier, was soll ich dir hier sagen? Du hast sechste Kelchen und vierte Stäbe. Du hast hier eine wichtige Person, eine wichtige Verbindung, vergangene Leben mit einer bestimmten Person. Die Verbindung hier ist sehr, sehr stark, tatsächlich.
Diese Person hat mit dir eine Distanz, eine geografische Distanz. Das ist ein Bruder, Geschwister von dir. Das ist eine Person der Familie. Ja, das ist eine Person der Familie. Diese Person, wer ist diese Person? Deine Mutter, dein Vater, nochmals Geschwistern, Kinder. Ja, Stier. Hier sehe ich deine Kinder. Du merkst ja, also ich kann so verschieden für uns allen reden. Aber jeder von uns muss seine Arbeit machen, weil du musst jetzt wissen, wie deine Situation ist. Diese Karte deutet Kinder, also hier sehe ich Kinder, Hunde, ja, Eltern, die Familie. Plus 4 Stäbe. Ich spüre hier eine wichtige Situation von Freude, sage ich jetzt mal. Ja, ich bin jetzt rede ich wieder mit meinen Kindern oder mit meinem Kind. Ich habe jetzt eine bessere Beziehung zu meinem Bruder oder meiner Schwester. Es kommen Veränderungen in meine familiäre Situation. Und diese Veränderung hat nochmals direkt mit meinen Eltern. Es kommen Veränderungen hier bei dir, Stier. Und ja, positive Veränderungen. Ich rede über positive Veränderungen, die du nicht erwartest, Stier, die du nicht erwartest. Das ist hier ein neues Erwachen für dich. Das ist was anderes hier, Stier. Du hast hier deinen eigenen Sternzeichen. Sternzeichen Stier zeigt sich hier. Schütze, Fische zeigt sich auch. Aber du hast hier mit der Karte die Welt alle Elemente auf dem Tisch. Also Stier, die Veränderungen sind da. Und das ist Rat des Schicksals in dieser Position. Ich rede über 180 Grad Veränderungen in deiner Situation. Und jetzt die Frage wäre für dich, in welche Situation? Ja? Dass wir hier mit einem, also das Verhältnis zu unserer Familie zu tun haben, für mich ist das sicher. Ja, dass wir hier darüber reden, über das Verhältnis mit meiner Familie. Es gibt Freude, ich freue mich, ich bin glücklich. Kann das natürlich einer Person der Vergangenheit jetzt sein, Stier? Einer Person, die du seit deiner Kindheit kennst. Ich kenne eine Person seit meiner Kindheit. Und ich bin so glücklich, dass ich mit dieser Person jetzt wieder Kommunikation habe. Ich kenne diese Person schon so lang. Und ich habe diese Person vermisst. Ich rede über Nostalgie, vermissen, sehr stark an eine Person zu denken. Ich rede hier über Liebe vom Herzen, ja, also das ist Liebe vom Herzen. Und es gibt Freude in deiner Energie, Stier, weil ich denke, es gibt hier einfach diese Veränderung oder diese Situation ergibt sich hier, die du nicht erwartest. Und das bedeutet für dich einfach nur Freude. Warum? Weil wir hier über eine wichtige, über ehrliche Liebe reden. Egal wer die Person jetzt ist, kann einfach nur ein Freund sein. Das ist Liebe vom Herzen, ja, was vom Herzen kommt. Das ist nicht bei immer so, ja. Also es ist eine starke Energie. Für eine Gruppe ist das nicht eine Person der Kindheit, auch nicht eine Person, die ich schon sehr lang kenne. Für eine Gruppe, ich kenne diese Person auch nicht so lang. Für eine Gruppe könnte es möglich sein. Ich kenne die Person nicht so lang, aber mit der Person fühle ich mich sehr familiär, wenn ich mit dieser Person zusammen bin, ob ich mich zu Hause fühlen könnte. Ja, also ich fühle mich wie zu Hause. Und diese Situation hat mit dem Schicksal zu tun. Also das Schicksal möchte, dass diese Situation wieder so kommt, weil wir reden über Seelenpartnern hier. Wow, tatsächlich.
Stier, du hast. Hier steht ein Stier, wie du, auf diesen Würfel. Und der König der Münzen zeigt sich in der Mitte. Also du hast wirklich mit Erdelement wie du. Steinbock, Stier oder Jungfrau. Und nochmals, wir können hier, wie gesagt, also das ist die Familie irgendwie hier, oder? Skorpion. Oder Schütze, ein Großvater, irgendetwas ist hier. Zweite Münzen hatte ich bei Sternzeichen Krebs heute gehabt. Diese Karte spricht natürlich über sehr viel zu tun, alle Hände voll zu tun, sehr beschäftigt zu sein. Also, und das, es handelt sich um meine Finanzen. Eine Person, die sehr viel arbeitet, sehr beschäftigt ist. Und das ist wieder die Nummer 8. Ja? Warum sage ich wieder? Ja, weil hier hast du die Nummer 8. Und hier zeigt sich auch die Nummer 8. Ich kann bei dir hier eine karmische Situation haben, weil ich meine, immerhin kommt die Karte Ratte Schicksals in diese Position. Es könnte hier für dich eine karmische Situation sich wiederholen, obwohl ich nichts unbedingt Negatives hier sehe, ja, aber die Karte die Sonne, momentan kommt die Karte die Sonne nur. Also Stier, Sternzeichen Löwe oder sonst Kinder, die Kinder, ja, über die Kinder reden wir die ganze Zeit bei dir. Über die Kinder reden wir hier die ganze Zeit bei dir. Stier, ich habe das Gefühl, wir reden hier über diese Heilung für die Vergangenheit. Ja, eine Heilung mit unserer Vergangenheit. Ja, ist nicht leicht. Also die Heilung mit unserem, das Kind in uns. Ja. Ja, ich heile das Kind in mir. Ja, ich hatte eine komplizierte Zeit in meiner Kindheit oder als ich jung war oder ein Kind war, habe ich einen bestimmten Trauma erlebt, wie wir alle. Ja, also eigentlich ist eine Sache, jeder Mensch auf der Welt erlebt in der Kindheit komplizierte Situationen. Das ist nicht zu vermeiden, weil Kinder, wie ich immer sage, Kinder sind wie Engel, sind sauber eigentlich, kommen sehr sauber auf die Welt. Und die sind Engel. Und für Kinder ist sehr kompliziert, dass nicht irgendeine Situation als Trauma da ist. Die erleben das mehr als Trauma. Für uns Erwachsene ist das heute ganz normal, wenn wir sowas erleben. Aber für die Kinder ist das ein Trauma, ja, ein Drama. Sogar eine Scheidung von Eltern ist das ein Drama. Für Kinder natürlich. Das ist ein Drama, tatsächlich. Das wissen wir ja, wenn unsere Eltern sich auch scheiden lassen haben, wissen wir ja, was das heißt. Also die sind immer Trauma. Deswegen, was ich hier bei dir habe, Stier, ist irgendeine Situation von deiner Kindheit, die du mit dir selbst am Heilen bist, ja. Und es gehört sich einfach so. Es ist immer halt traurig, also ja. Du weißt ja, Stier, ich bin auch ziemlich empathisch, also ich kann mich in diese Situation sehr schnell rein versetzen, ja, weil ich kann das verstehen. Solche Situationen der Kindheit sind kompliziert. Und ich spüre hier die Liebe sehr stark im Herz, ja. Und ich denke, wir reden schon über eine Heilung. Ich heile das Kind in mir. Ich heile das Kind in mir. Ja. Und wir reden über ein neues Erwachen. Ein neues Erwachen für dich, Stier. Du hast in der Mitte einen König der Münzen, ist deine Energie, plus die Karte der Tod, Sternzeichen Skorpion. Ich könnte hier einen Ex haben, Stier. Das ist für dich ein Ex. Sternzeichen Skorpion, zum Beispiel. Oder sonst Stier wie du, Steinbock, Jungfrau. Hier gibt es, Stier, hier gibt es irgendeinen Ex und einen Treff. Also die Familie versammelt sich, die Familie ist zusammen, wir feiern. Es gibt einen Grund zum Feiern hier. Diesen Grund zum Feiern ist einen Geburtstag. Jemand, ja, ein Kind hat Geburtstag und die Familie versammelt sich und das macht mich glücklich. Wenn das jetzt nicht dein Ex ist und das wäre jetzt deine Mutter oder dein Vater, das freut mich. Ja, dass wir hier uns versammeln, zusammen sind, das tut mir gut, das tut mir gut.
Stier, deine Energie ist voller Emotionen, also ich voll. Mit diesen sechsten Kerzen und vierten Stäbe ist die Energie extrem emotionell, ja, extrem. Aber wenn ich dir ehrlich bin, kommende Woche zeigt sich so oft die Karte die Sonne und das spricht auch über eine Versöhnung. Überall sehe ich Versöhnung, überall sehe ich ja, diese Energie, auch Kinder, Babys. Irgendwie gibt es hier diese Situation von, ja, die Familie und so weiter. Schaue bitte, du hast die Nummer 10 dreimal auf den Tisch, Stier. Die Nummer 10, 10, 10 und das ist ein Zyklus. Schaue bitte jetzt, du hast hier 10 Schwerter, 10 Kelchen und die Karte der König der Münzen in der Mitte. Stier, das ist nochmals, wie gesagt, das ist schon ein Treubruch hier mit einem König der Münzen. Und diesem König der Münzen ist wichtig für dich hier. Deswegen, wer ist diesen König der Münzen? Ich glaube, das bist nicht du. Warum sage ich das? Weil das ist eine Person der Vergangenheit für dich. Eine Person, die du natürlich sehr gut kennst. Das ist eine Person der Familie. Deswegen, Großvater, Großmutter, Vater, Mutter. Kann Ehemann, Ehefrau sein, aber einen Ex, ja? Also die Mutter oder der Vater deiner Kinder. Es kommt darauf an, wer die Person für dich ist. Du merkst ja. Aber das, es gab hier schon ein Ende, ja, und diese Person transformiert sich. Eine Person kommt wie transformiert jetzt. Die Person hat sich transformiert. Und es freut mich irgendwie. Es freut mich. Es freut mich, dass ich diese Person sehen kann, treffen kann, zusammen sein kann. Es freut mich, dass meine Familie zusammen sein kann. So einfach, wie ich dir das sage. So zeigt sich die Energie tatsächlich. Stier. Ja, so zeigt sich die Energie. Bei Sternzeichen Zwilling habe ich über die Mama und Kinder gesprochen und es war extrem emotionell. Bei Sternzeichen Löwe hätte ich fast auch geweint. Bei Sternzeichen Löwe. Und bei dir ist einfach nicht anders. Also die Energie ist natürlich extrem interessant momentan. Ich finde die Energie momentan sehr, sehr emotionell. Extrem emotionell irgendwie, weil wir über unsere Familie reden, über unsere Wurzeln reden, die Wurzeln. Das kann mit meinem Vater, Großvater zu tun haben, Mutter, Großmutter oder direkt meine Geschwister, meine Cousins. Also das ist diese Energie hier, das ist die Familie, ja, sind die Wurzeln, das ist diese irdische Familie. Und am Ende, wir machen uns alle stark und hart dabei und zeigen uns kalt. Aber am Ende, das kommt schon also an. Ja? Diese Gefühle, diese Emotionen sind wichtig. Sind wichtig. Was du schon immer wissen wolltest. Halt dich fest, weil es kommen Kurven. Wer hatte diese Karte auch gehabt? Vielleicht Waage wieder mal, weil Waage kommt das oft, aber ich kann mich nicht erinnern. Also Ratte Schicksals hast du natürlich in dieser Position, Stier. Und wenn ich dir sage, dass du diese Veränderungen, die sich bei dir ergeben werden, du gar nicht erwartest, kannst du mir auch glauben. Weil diese Situation hier einfach mit dem Schicksal zu tun hat. Und das ist eine Sache, das ist, was du immer wissen wolltest. Also die Frage wäre jetzt hier, Stier, was wolltest du immer wissen? Was ist das, was du immer wissen wolltest? Und das hat mit deinem Vater zu tun. Das hat mit deiner Mutter. Ehemann, Ehefrau. Was ist das, was du immer wissen wolltest? Es wird schnell kommen. Sag ich dir. Extra Glück. Diese Karte kam heute bei einem Sternzeichen. Ich glaube Waage. Stier, stell dir mal vor, ich rede jetzt gerade über Waage. Eigentlich ist Waage nirgendwo zu sehen. Aber ich glaube, es war
Sternzeichen Waage, wenn ich mich nicht irre, Stier. Du hast diese extra Glück in der Mitte. Wow, qué fuerte. 19. Kelchen. Stier, Erde, Element. Hier steht Erde, deinen Element. Erde ist hier. Wir reden hier über Stabilität bei dir, über Geld. Ich spüre hier gerade, spüre ich hier sehr viel Stabilität bei dir. Ja? Das sind Münzen, das ist viel Stabilität, die Komfortzone, Geld und so weiter. Mit extra Glück in der Mitte. Extra Glück. Und interessant sind diese zwei Karten. Die eine etwas frech aussehen kann, also diese Karte ist da. Ja, diese Karte ist gekommen. Und dann aber diese hier auch. Aber unabhängig, ich spüre hier, hier ist ein Mund. Ein Mund, ja. Und wir reden über Kommunikation. Weil am Ende, das ist was einen Mund. Ein Mund kann vieles machen, ne? Aber ein Mund kann natürlich auch Worte rauslassen und kommunizieren. Und was ich bei dir sehe, ist Kommunikation. Kommunikation, die extra, mit extra Glück verbunden ist, hat diese Kommunikation für dich mit einer Person der Vergangenheit. Du rechnest mit dieser Situation nicht, weil du wirklich gar nicht rechnest. Das hat mit dem Schicksal zu tun. Diese Situation ist, dass du hier Geld bekommst. Das Glück ist auf deiner Seite, Stier. Das Glück ist auf deiner Seite. Und die Energie zeigt sich schnell und positiv. Denn Rat des Schicksals, wir wissen ja, ist auch eine Karte am Ende, die über Glück spricht. Diese Karte kann vieles heißen, aber in Wirklichkeit, diese Karte spricht auch über Glück für dich. Ich meine, warum rede ich jetzt darüber? Weil du die Karte extra Glück auch in der Mitte hast. Wir irren uns nicht zu sehr. Wir irren uns nicht zu sehr. Wir reden hier auch für dich über Glück. Glück. Glück, Freude. Ich freue mich für dich, Stier. Ich freue mich für dich. Ja. Ich spüre hier bei dir echt viel Glück. Viel Glück. Ich meine jetzt. Stell dir mal vor, das ist jetzt ein Beispiel. Du warst krank, du bist oder warst krank. Ja. Ein Kind von dir, was weiß ich, eine Person ist krank. Und jetzt kommt hier ein Ergebnis. Das Ergebnis kommt. Das Ergebnis kommt und ich freue mich. Ich freue mich, weil es ist nichts Schlimmeres. Ich freue mich. Das ist das Gefühl hier auch. Warum rede ich darüber? Weil ich spüre hier schon eine Person, die doch vielleicht krank ist. Das ist vier der Schwerter und diese Karte sprichst du sich kaputt zu fühlen. Also mir geht es nicht gut. Also eine Person kann hier krank sein, tatsächlich. Ja? Denn ich rede hier auch über diese Karte. Diese Karte spricht auch über Heilung und deswegen habe ich ganz am Anfang bei dir gesprochen. Über eine Heilung, ja, also das Kind in uns zu heilen für eine Gruppe, also und auch eine Krankheit. Ich bin am Heilen. Ich war krank, ich bin krank und ich bin am Heilen. Ich bin zum Arzt gegangen, ja, ich war beim Arzt und es ist nichts da und ich freue mich sehr, weil ich bin glücklich, weil ich wie ein neues Erwachen spüre. Ich habe diese schlimmere Zeit hinter mir und ich erlebe ein neues Erwachen. Ich bin glücklich. Ja? Wow, Stier, ich spüre bei dir sehr viel Glück. Ja? Ich spüre hier viel Reichhaltigkeit. Nenne mich verrückt. Ich meine jetzt, ich weiß nicht, was das ist, wenn ich dir ehrlich bin. Das ist, was ich hier spüre. Ich meine jetzt, der König der Münzen in der Mitte. Und da reden wir schon über Geld. Und dann noch begleitet mit extra Glück. Plus Rat des Schicksals in dieser Position. Ja?
Und noch diese Karten, der Stern und diese Karte der Fische. Diese Karte, vielleicht hast du mit dem Sternzeichen Fische auch zu tun. Sternzeichen Fische. Aber wenn nicht, wie gesagt, diese Karte in Wirklichkeit spricht über Reichtum, Reichhaltigkeit. Das ist Geld. Plus die Karte der Stern. Und dann diese Karte, diese Vögel sehe ich momentan ständig, ja. Diese spricht natürlich auch über was Neues. Was Neues. Auch einen Umzug. Auch. Die Veränderungen sind da, Stier. Die Veränderungen sind da. Nicht, weil ich das sage. Ich meine jetzt, Rate Schicksals ist da. Rate Schicksals ist da. Und das, was du wissen wolltest, wirst du erfahren. Interessant sind diese zwei Karten, Stier, das ist 10. Kelchen und 9. Kelchen. Und hier würde ich vielleicht sagen, vorsichtig mit dem Alkohol, ja? Weil die Energie ist in dem Fall jetzt sehr, sehr deutlich. Also spüre ich hier eine Person, die natürlich das Leben genießt. Also zumindest diese hier könnte darüber reden. Eine Person, die Spaß am Leben hat und so weiter. Aber wenn du sagst, eigentlich nicht für mich, vorsichtig hier mit Alkohol. Ich sehe hier eine Person, die zu viel trinkt. Die Energie zeigt sich. Ja, die Energie zeigt sich. Entschuldigung. Ritter der Stäbe und bereit für eine neue Welt. Stier, diese Karte kommt oft das bei dir. Ich denke, ich könnte hier auch eine Person sehen, die auch sich bewusst ist, dass viel Alkohol trinkt, ja, so ungefähr. Ich bin mir bewusst, dass ich viel Alkohol trinke. Und dass das mir eigentlich wirklich nicht gut tut. Ich habe es schon mitbekommen, also mitgekriegt, ja, und es verändert sich, das verändert sich bei mir auch. Ich kontrolliere das ein bisschen mehr, ja. Warte mal kurz. Wow, 6. Kerlchen, 6. Kerlchen. Stier. Du wirst hier eine Situation erfahren, was mit deiner Vergangenheit zu tun hat. Ja? Stier, die Vergangenheit ist da. Also, die Vergangenheit ist da. Stier, sagen wir mal jetzt, dass du so viel Glück hast. Du wirst jetzt Glück haben, ja? Und das Typische. Jetzt habe ich Glück, jetzt geht es mir gut. Und jetzt, wo mir gut geht, jetzt kommen die Exemplare der Vergangenheit oder einen bestimmten Exemplar der Vergangenheit. Eine Person möchte, wie gesagt, du wirst wissen, wer diese Person ist. Eine Person, die mit dir irgendwie jetzt von Herz zu Herz reden möchte und so weiter. Aber wenn ich dir ehrlich bin, Stier. Das ist die Energie, die sich zeigt für dich. Ast der Schwerter, 10 der Schwerter. Das ist ein Nein, es tut mir leid. Danke fürs Kommen, aber es geht nicht mehr. Ich bin nicht interessiert. Und ich mache hier gar keine Bewegung. Gell? Also das Gefühl. Nochmals 9 der Kerlchen, Stier. Entweder weil du wirklich, also du hast hier mit einer Person zu tun, die auch sehr viel Alkohol trinkt. Ja? Alkohol wird hier gezeigt. Ja? Alkohol wird hier gezeigt. Also ich würde sagen, das ist ein bisschen eine Warnung hier für eine bestimmte Gruppe von Sternzeichen Stier. Und wir wissen ja, nicht wir alle trinken oder nicht zu viel. Aber hier sehe ich eine Person, die sehr viel trinkt. Ja? Also, wie gesagt. Stier, ich spüre die Vergangenheit bei dir. Eine Person, die jetzt irgendwie, und die Legung kann sich für die Crosswatchers spiegeln. Eine Person, die sogar krank sein könnte. Die Energie zeigt sich sehr schnell und du wartest das nicht, Stier. Ich spüre, dass es dir eigentlich gut geht, super gut sogar. Und jetzt, weil dir so gut geht, kommt eine Person, möchte mit dir reden. Und ich weiß nicht, was, diese Person ist ein bisschen verrückt hier. Ich weiß auch nicht, was das ist, weil ich meine, das Gefühl ist das.
Also, so ungefähr, bist du wirklich verrückt geworden? Wie traust du dich, irgendwie sowas jetzt zu fragen? Oder ja, wir reden hier, dass du mich schon extrem wehgetan hast und so weiter. Ja, nein, ich mache hier gar keine Bewegung. Ich bewege mich nicht. Ich bewege mich nicht hier. Nee, mir geht es gut heute, ja. Mir geht es heute gut. Ich habe geheilt. Ich habe mein Herz geheilt. Mein Körper habe ich auch geheilt. Mir geht es heute gut. Und du, was willst du heute jetzt mit mir? Was willst du? Nee. Nee. Ja. Interessante Energie hast du hier, Stier. Weil, nochmals, dass dir gut geht, haben wir jetzt gerade gesehen. Also alles spricht darüber, ja? Also deine Energie zeigt sich schon sehr stabil. Aber eine Person möchte mit dir reden. Möchte mit dir vom Herz zu Herz reden, bringt dir ein Geschenk vorbei. Und du, dir ist die Sache, du verstehst die Situation irgendwie nicht so ungefähr. Was willst du jetzt schon wieder? Ich meine, was ist hier los? Ich verstehe die Situation jetzt nicht, ne? Weil du kannst dir gar nicht vorstellen, dass diese Person mit dir wirklich wieder irgendwas möchte. Und für dich ist die Situation erledigt. Für dich ist die Situation so ungefähr, nee, geht es bei mir nicht mehr. Ja. Ich sage dir eine Sache. Wow, qué fuerte. Qué fuerte, Stier. Du hast hier Skorpion, Krebs und Fische. Ja. Wasserelement ist bei dir sehr stark. Also du hast hier. Schau mal bitte jetzt, Augenblick bitte. Du hast in der Mitte, Stier, der König der Münzen, extra Glück und Ratte Schicksals. Ratte Schicksals in der Mitte. Ratte Schicksals in der Mitte. Und Ratte Schicksals hast du nochmals hier in dieser Position gehabt. Also, Stier, ich sehe bei dir sehr viel Glück. Du hast Glück. Das Glück ist auf deiner Seite. Und was geschieht jetzt, wo das Glück auf deiner Seite ist? Ja, jetzt kommen die Menschen oder eine bestimmte Person der Vergangenheit, weil diese Person kennst du ja seit deiner Kindheit sogar, von mir aus. Seit deiner Kindheit kennst du diese Person. Egal, wer die Person jetzt für dich ist, ich weiß auch nicht. Diese Person kommt jetzt auf dich zu und du bist extrem misstrauisch, so ungefähr. Was ist das jetzt schon wieder, ne? Also, das kommt mir ein bisschen spanisch vor hier. Und tatsächlich, so ist das. Du weißt ganz genau, was diese Person von dir möchte. Und das ist nicht möglich für dich, weil du bereits schon geheilt hast. Du hast schon geheilt. Du bist jetzt eine andere Person geworden. Du bist jetzt wach geworden. Du bist wach. Man sieht, dass du Glück hast, dass dir gut geht. Du hast ja auch mit einer Königin der Kelchen zu tun, ne? Also eine Königin der Kelchen zeigt sich. Mit Sendekelchen. Die Liebe ist da. Tatsächlich, die Liebe ist da. Die Einladung ist da. Und vorsichtig mit Alkohol. In manchen Fällen ist diese Königin der Kelchen, die so viel trinkt. Kann auch möglich sein. Also die Sache ist, du hast hier Fische, Skorpion oder Krebs. Du hast hier mehrere Energien. Weil du hast zweimal die Königin der Kelchen, zweimal kommt diese Karte. Und das kann damit zu tun haben, dass du mit Wasserelement zu tun hast, aber verschiedene Sternzeichen von Wasserelement. Du kannst perfekt mit Fische zu tun haben und du kannst auch mit Skorpion zu tun haben. Und der Krebs zeigt sich auch. Stier, diese Situation hatte ich bei einem Sternzeichen gehabt. Ich kann mich nicht erinnern. Stier, halt dich fest. Weil, dass wir mit Kurven hier zu tun haben, wir haben hier mit Kurven zu tun. Und diese Veränderung, die ich hier habe, du rechnest mit diesen Veränderungen nicht. Es zeigt sich für dich sehr viel Glück. Das Glück ist auf deiner Seite, Stier. Die Gesundheit ist auf deiner Seite. Ja? Aber ja, die Vergangenheit ist auch auf deiner Seite irgendwie, weil die wollen mit dir jetzt was, aber du nicht. Du nicht. Du nicht mehr. Und es könnte sogar nochmals, wer weiß, ein Kind von dir, keine Ahnung. Aber es ist nicht mehr so selbstverständlich. Also du sagst, ja,
Alles schön und gut. Aber mir geht es jetzt so gut. Ich habe so viel Erfolg momentan. Schau mal, Stier. Diese Energie musst du für dich nehmen. Diese Energie, das Glück, was ich hier spüre, das musst du für dich nehmen. Das ist einfach da. Das Glück ist da. Nicht, dass du denkst, hat mit mir zu tun. Das Glück ist da. Sogar einen Umzug. Die Veränderungen sind da, Stier. 180 Grad Veränderungen für dich. Diese Kombination ist nicht mal selbstverständlich. Das ist der König der Münzen. Extra Glück und Rat des Schicksals. Erkläre du mir bitte diese Situation hier. Das bist du. Das ist deine Energie. Sternzeichen Stier ist sogar auf diesen Würfel. Hast du vielleicht mit Schütze zu tun? Mit Schütze wieder. Fische und die sind die auf dich wieder zukommen und so weiter. Ja, mag sein, aber die Energie, die positive Energie ist deine. Das Glück ist auf deiner Seite. Und ich bin mir hier sicher. Ich rede hier für Sternzeichen Stier und das Glück ist auf die Seite von Sternzeichen Stier. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sicher. Sicher. Ohne Zweifel. Du hast hier was Neues, Stier. Die Energie zeigt sich einfach so. Und ich meine jetzt, du hast hier einen Wunsch. Einen Wunsch ist hier. Und du bist schon vorbereitet für was Neues. Du bist vorbereitet. Du bist vorbereitet. Starke Energie. Ich habe keine Worte. Keine Worte für deine Energie. Schau mal, hier zeigt sich eine Täuschung. Klar, diese Täuschung ist diese Person, die ich hier habe, ja, eine Person, die mit dir eine wichtige Seelenverbindung auch hat. Aber ich meine, sowas gibt es. Ne? Also, weißt du, wie viele Seelenpartner auf die Welt ich habe? Ganz schön viele. Ja, also Seelenpartner sind viele da. Was ich meine ist, du hast hier eine Täuschung mit einer Person. Und das musstest du schon wissen, wer die Person ist. Ja, und die Energie zeigt sich halt. Diese Person, wie gesagt, kennst du auf jeden Fall und ich würde sagen, schon sehr lang, ja. Also weil zweimal sechste Kerlchen sprichst du über eine alte Vergangenheit, ja. Wow, Stier, naja, ich gratuliere dich. Die Energie ist für dich sehr positiv, für dich. Und du, die Veränderungen sind da im positiven Sinne für dich. Ja, die Gesundheit verbessert sich, es wird alles gut werden. Und das freut mich auch für dich. Und genieße es einfach, wenn die Zeit so weit ist und du auf diese Situation triffst. Also genieße es. Es sieht gut aus für dich. Und ja, ich wünsche dir ein schönes Wochenende, Stier. Ich danke dir für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön und bis bald. Tschüss, Stier.